Zum ersten Mal seit Bestehen des Reutlinger Polizeipräsidiums ist die Behörde Ausrichter der jährlichen Polizeilandesmeisterschaften im Waldlauf. Über 100 Polizeibeamte aus ganz Baden-Württemberg trafen sich am Otto-Tipper-Stadion in Metzingen, um sich zu messen und sich auszutauschen. Gerade im Hinblick auf die Corona-bedingten Wettkampfpausen waren viele Teilnehmer froh, an diesem Tag ihre Leistung präsentieren zu können. Die Wettkampfuhr zeigt es nüchtern an, der Start rückt allmählich näher. Und der eine oder andere Teilnehmer wärmt sich noch auf, um dann im bevorstehenden Wettkampf gut gerüstet zu sein. Es herrscht an diesem Tag fast ideales Wettkampfwetter, kein Niederschlag und keine Hitze, die Läufer negativ beeinflussen können. Ein besonderer Tag für das Reutlinger Polizeipräsidium, so dessen Präsident Udo Vogel, das diesen Wettkampf zum ersten Mal ausrichtet. Ja, natürlich ist das ein bisschen eine Ehre, das ausrichten zu dürfen. Bei uns spielt ja bei der Polizei, spielt der Polizeisport eigentlich eine große Rolle, weil wir wollen ja leistungsfähige, fitte Polizeibeamte haben und das möglichst über 40 Jahre. Und die Polizeilandesmeisterschaften sind so die logische Konsequenz, dass wenn man Sport betreibt in der Polizei, dass man sich natürlich auch miteinander messen möchte. Und dann sowas ausrichten zu dürfen, das ist sicher eine gute Veranstaltung und auch gute Darstellung vom Polizeipräsidium Reutlingen. Diese Form des Kräftemessens ist das i-Tüpfelchen innerhalb des Polizeisports. Denn tatsächlich ist Sport und Fitness ein fester Bestandteil innerhalb des Polizeidienstes. Denn nur so können die Beamten manch alltägliche Herausforderung meistern, so der Polizeipräsident. Nachdem die Teilnehmer ihre erste Runde im Stadion absolviert haben, geht's über die nebligen Felder hinaus in den Wald. Neben Männer- und Frauenläufen in den unterschiedlichsten Altersklassen beträgt die Laufstrecke 3,3, 6,6 oder 9,9 Kilometer. Und je nach Streckenlänge läuft man ein-, zwei- oder dreimal durch den Herbstwald. Ja, wir haben einfach je nach Leistungsfähigkeit der einzelnen Teilnehmer die Möglichkeit, längere und kürzere Strecke zu laufen. Und das wollen wir natürlich auch anbieten. Es soll ja nicht nur der Spitzensportler hier zum Zuge kommen, sondern einfach auch der Durchschnittssportler. Und der soll auch Spaß haben bei seiner Leistungsveranstaltung, die er heute ablegt. Am Nachmittag fand dann unter dem Beifall der Kollegen die Siegerehrung statt. Es wurden die Sieger der insgesamt 6 Wettkampfgruppen geehrt. Doch neben dem Wettkampf stand auch der Spaß und Austausch untereinander im Mittelpunkt.